Moin zusammen, jetzt kommen die ersten Fotokameras auf den Markt, bei denen man nicht nur Fotos im RAW-Format aufnehmen kann, sondern auch Videos. Und das nicht mit irgendwelchen externen Rekordern, sondern direkt auf die internen Speicherkarten. Und das macht natürlich dieses RAW-Video-Recording gerade für uns Fotografen attraktiv, denn wir sind es ja gewöhnt, im RAW-Format aufzunehmen. Alle unsere Fotos nehmen wir im RAW-Format auf, bearbeiten die mit Lightroom oder anderen RAW-Konvertern und im Grunde genommen wollen wir doch jetzt auch diese Möglichkeiten für die Videoclips, die wir aufnehmen haben. Wir wollen in dieser Tiefe bearbeiten. Und ich habe jetzt die Nikon Z9 hier, bei der das möglich ist, im RAW-Format Videos aufzuzeichnen auf die interne Speicherkarte. Und ich habe mich natürlich gefragt, lohnt sich das? Immerhin sind die RAW-Videoformate zum Teil doch erheblich größer als die anderen Videoformate. Und damit sich das lohnt, muss es natürlich auch den entsprechenden Vorteil bringen. Ich habe mir das Ganze in den letzten Tagen und Wochen intensiv angeschaut und bin auf die eine oder andere Überraschung gestoßen. Das kann ich euch schon mal verraten. Heute möchte ich euch mal einen Überblick über die verschiedenen Videoformate, die die Kameras anbieten und ihre Vor- und Nachteile geben. Wir werden uns auch mal anschauen, wie verhält sich RAW Video im Vergleich zu RAW Foto. Das ist nämlich auch spannend zu sehen. Und dann gehe ich auch noch auf die weiteren Spezialitäten, nämlich den Unterschied zwischen Log-Tonkurven und SDR-Tonkurven ein und werde euch dann am Ende auch eine Empfehlung geben, in welchem Videoformat ihr vielleicht für welchen Anwendungsfall arbeiten solltet. Zunächst mal muss man sich klar machen, dass im Gegensatz zu Fotos, wo wir zum Beispiel RAW-Formate haben, die unkomprimiert arbeiten, alle Videos komprimiert sind. Mehr oder weniger. Aber auch die RAW-Videos sind komprimiert. Und bei den Kompressionsverfahren, die für Videos eingesetzt werden, unterscheidet man zwei ganz große Bereiche. Das eine ist das Interframe-Verfahren. Das müsst ihr euch so vorstellen, dass wir mehrere Frames als gemeinsame Kompressionsstruktur begreifen. Also beispielsweise speichern wir uns Frame 1 eines Videos, dann nur die Unterschiede zu Frame 2, zu 3, zu 4 und dann speichern wir uns wieder Frame 5, mal ganz grob dargestellt. Wenn wir jetzt allerdings Frame 3 anzeigen lassen wollen, einzeln, beispielsweise in der Videobearbeitung, dann muss ich dazu erstmal Frame 1 dekodieren, dann die Unterschiede zu Frame 2 anwenden und dann die zu Frame 3 und dann bekomme ich erst den dritten Frame angezeigt. Und das ist der Grund zum Beispiel, warum man solche Codecs nicht so gut editieren kann. Und man hatte immer gesagt, H.264, H.265 sind Codecs, die im Grunde genommen fürs Editing nicht so gut geeignet sind. Zum einen, weil sie halt relativ stark komprimieren, aber zum anderen, weil sie halt auch große Anforderungen an die Hardware treffen. Mittlerweile hat sich das ein bisschen relativiert, weil auch viel davon mit speziellen Hardware-Decodern in den Rechnern gemacht wird. Natürlich ist das nicht mehr ganz so tragisch wie noch vor ein paar Jahren, aber grundsätzlich sind halt die anderen Kompressionsverfahren, nämlich die Intra-Frame-Kompressionsverfahren, fürs Editing besser geeignet. Und hierzu gehören zum Beispiel ProRes, aber auch die Video-RAW-Formate. Und bei diesen Intra-Frame-Kompressionen ist es halt so, dass jeder Frame für sich einzeln zwar komprimiert wird, aber doch einzeln für sich steht. Beispielsweise könnt ihr das euch so vorstellen, als ob halt ein Video in einzelne JPEG-Dateien aufgeteilt wurde und dann ist zum Beispiel Frame 1 halt ein JPEG, was zwar verlustbehaftet komprimiert ist, aber einzeln dekodiert werden kann und dann Frame 2 genauso, Frame 3 genauso. Also das sind die größten Unterschiede eigentlich zwischen den Kompressionsverfahren. Ich habe ja schon gesagt, dass im Photoraw-Bereich auch unkomprimierte oder verlustfrei komprimierte Varianten existieren. Das ist im Video RAW meiner Kenntnis nach nicht der Fall, sondern die Video RAWs sind
immer ein Stück weit komprimiert, einfach sonst würde man die Datenmengen nicht unterbringen können. Und hier unterscheiden wir eigentlich zwei Arten von Video-RAW-Codecs. Das eine sind proprietäre Codecs von einzelnen Herstellern, allen voran hier RED, die relativ früh so ein RAW-Format im Bereich der professionellen Videokameras auf den Markt gebracht haben und sich den aber auch gleich patentieren lassen haben, nicht nur ihren eigenen Algorithmus, sondern auch gleich darüber hinaus im Grunde genommen alles, was irgendwie mit RAW-Video zu tun hat. Darauf kommen wir gleich noch. Dann gibt es von Arri, glaube ich, noch ein RAW-Format und zum Beispiel von Canon gibt es ein RAW-Format. Also da macht so jeder so wieder mal sein eigenes Süppchen. Ist ja in der Fotografie letzten Endes ähnlich. Und dann gibt es die lizenzierbaren, offeneren RAW-Formate, allen voran und schon relativ lange verfügbar von Adobe, das Cinema-DNG, so ähnlich wie Foto-DNG-Dateien. Und dann gibt es von Blackmagic ein RAW-Format, dann gibt es von Apple das ProRes RAW-Format und jetzt gibt es halt von Nikon das NRAW-Format, was Nikon von der Firma IntuPix lizenziert hat. Leider ist es so, dass die Firma RED offenbar nichts Besseres zu tun hat, als jetzt alle anderen Anbieter von RAW-Formaten irgendwie zu verklagen. Also Nikon hat damit jetzt wohl auch, seit sie mit dem Z9 Firmware Update da diese RAW-Funktionalität rausgebracht haben, auch mit zu kämpfen. Wie die sich einigen, man wird sehen. Aber man kann ja jetzt schlecht den Usern, die halt die neue Firmware auf ihren Kameras alle schon haben, das Feature wieder wegnehmen. Also werden die irgendwie eine Einigung finden müssen. Also ihr seht, das ist alles ein relativ weites Feld. Neben den RAW-Formaten gibt es auch, ich nenne sie mal, Zwischenformate, die sich halt extrem gut für die Bearbeitung eignen und eine hohe Qualität aufweisen. Sehr bekannt hier ProRes, also nicht das ProRes RAW, sondern das schon entwickelte ProRes und auch DNxHR. Beides Formate, die halt aus den RAW-Dateien schon interpretiert wurden, aber trotzdem halt auf dieser Intra-Frame-Kompression beruhen, also sehr gut editierbar sind. Ein Stück weit kommt dazu jetzt auch H265. Auch das kann man mit hohen Bitraten ausgeben. Man kann es in 10 Bit ausgeben, man kann es in hohen Auflösungen ausgeben. Und hier wird es sehr spannend sein, hinterher in der Praxis mal zu schauen, wie sind denn da eigentlich die Unterschiede. Denn dieses H265 steht so ein bisschen zwischen den Welten. Als nächstes kommen nämlich die Endformate. Die sind dann so ähnlich wie in der Fotografie halt das entwickelte JPEG, was wir hinterher ausgeben, meist in 8-Bit. Hier kommt zum Einsatz auch wieder H265. Viele Fernseher und so weiter können das mittlerweile wiedergeben, aber auch das ältere H264. Der Unterschied ist vor allem, dass H264 historische Limits hat. Also höher als 4K mit 30 Frames pro Sekunde geht eigentlich ohne weiteres nicht. H265 ist also hier der deutlich modernere Codec. Da könnt ihr problemlos mit 8K auch in 10 Bit und 60 Bildern pro Sekunde oder 120 Bildern pro Sekunde ausgeben. Ja, kommen wir mal zu den Videoformaten, die Nikon Z9 bietet und die ich mir angeschaut habe. Das ist zum einen eben das Nikon RAW-Format, NRAW. Und was die Auflösungen und die Bildwiederholraten angehen, da habt ihr mit dem Nikon RAW-Format die meisten Möglichkeiten. Also da könnt ihr hochgehen bis 8K 60. Das geht in allen anderen Formaten nicht. ProRes RAW hat auch nicht alle Möglichkeiten, die Nikon RAW bietet und hat vor allem den ganz großen Nachteil, dass es sich mit DaVinci Resolve nicht bearbeiten lässt. Und die Dateien sind auch nochmal ein Stück weit größer als die Nikon RAW-Dateien. Deswegen habe ich mir das ProRes RAW hier nicht angeschaut. Was ich mir aber angeschaut habe, ist die Alternative ProRes als Zwischenformat, nämlich das schon entwickelte ProRes, was die Kamera schreiben kann. Das ist ein ProRes 422 in 10 Bit. Und last but not least habe ich mir die am stärksten komprimierte Variante, die die kleinsten Dateien erzeugt, nämlich H265 angeschaut. So, und als ob das jetzt noch nicht genügend Auswahlmöglichkeiten wären, jetzt gibt es noch die Gamma-Kurven und es gibt natürlich noch die Farbräume, die man unterschiedlich wählen kann. Aber keine Angst, ich sortiere das alles mal für euch. Gamma-Kurven, ja, ihr müsst euch das so vorstellen, aus der RAW-Datei wird halt etwas entwickelt. Und traditionell kann das im Videobereich entweder linear projiziert werden oder halt die Helligkeitsverläufe werden anhand einer Gamma-Kurve projiziert, die mitten erstmal anhebt und später in der Bearbeitung wieder absenkt. Das führt dazu, dass man in den Highlights deutlich mehr Informationen speichern kann, die man dann später auch
wiederbekommt. Das Ganze nennt sich bei Nikon N-Log. Früher brauchte man dann dafür irgendwelche LUTs, die das wieder zurücktransformiert haben. Heute geht das mit einer Einstellung im DaVinci Resolve sehr einfach. Braucht man sich eigentlich nicht mehr drum zu kümmern. Man muss aber über die Unterschiede Bescheid wissen. Dann gibt es bei der Nikon Z9 noch die Möglichkeit, in HLG auszugeben. Was ist jetzt schon wieder HLG? HLG ist Hybrid Log Gamma, ist dafür gedacht, falls ihr mit der Z9 direkt für einen Fernseher filmt, ihr wollt gar nicht bearbeiten, dann wendet die Z9 diese HLG-Gamma-Kurve an. Der Fernseher erkennt, hey, das ist ein HDR-Signal und gibt das entsprechend wieder. Wenn der Fernseher kein HDR kann, dann sind diese HLG-Formate abwärtskompatibel und auch ein normaler Fernseher würde das Bild vernünftig anzeigen. Ihr müsst euch eigentlich nur merken, HLG ist im Grunde genommen für unsere weitere Bearbeitung nicht das Richtige. Und dann gibt es Linear, bei Nikon nennt sich das SDR, also im Gegensatz zu HDR, High Definition Range, SDR, Standard Definition Range. Da würdet ihr quasi dann die Bilder ohne weitere Anwendung von irgendwelchen Korrekturkurven bekommen. Dann gibt es noch die Farbräume. Der Standard wäre hier REC 709. Das entspricht im Grunde genommen dem sRGB. Und dann gibt es REC 2020. Das wird für HDR-Produktion, ist ein deutlich weiterer Farbraum, der im Grunde genommen sowas eher in die Richtung wie Adobe RGB geht. Wenn ihr euch für die Details interessiert, ich habe eine Tutorial-Strecke gemacht zum Thema Farbmanagement, dann schaut euch die mal an. Das will ich jetzt hier nicht nochmal vertiefen. Ihr seht, das sind jetzt relativ viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten auch der Einstellungen, die ihr in den Kameras vornehmen könnt. Deswegen macht es tatsächlich Sinn, das Ganze mal zu sortieren. Und wir schauen uns das jetzt mal im DaVinci Resolve an. Ich habe den Rechner gewechselt, ich habe DaVinci Resolve gestartet und hier mal ein paar Clips reingeladen, die wir zum Test aufgenommen haben mit den verschiedenen Videoformaten. Ich habe euch hier unten drunter geschrieben, welche Einstellungen bei den jeweiligen Clips zur Anwendung kamen. Hier zum Beispiel Nikon N-RAW, Log, Gamma-Kurve, 12-Bit, 8K Auflösung, hier das gleiche in 4K Auflösung und am Ende haben wir dann hier irgendwo H265. Was sofort auffällt ist, dass die SDR, also mit linearer Gamma-Kurve aufgenommenen Aufnahmen, erstmal gängiger aussehen als die Log-Aufnahmen, die sehr flach rüberkommen. Aber bei den Log-Aufnahmen sieht man hier zum Beispiel in den Highlights, dass die Highlights da sind und dass da noch Details sind, während bei der linearen Kurve die Highlights komplett ausgefressen wurden. Aus genau dem Grund nutzt man ja diese Log-Kurven. Die Idee ist, dass man das Material, was vom Sensor kommt, über eine entsprechende logarithmische Transformation aufhält in den Mitten und Tiefen und dann später bei der Bearbeitung wieder zurücktransformiert. Sprich, wir müssten jetzt auf unserem Log-Material hier eine entsprechende Kurve anwenden, die dann umgekehrt aussehen würde wie die Log-Kurve, müssten das Ganze aber dann natürlich auch noch deutlich heller machen, um irgendwo dann in die Richtung zu kommen. Man muss da relativ lange dran basteln, um das hinzukommen. Traditionell gibt es aber auch die Möglichkeit, mit einem sogenannten LUT, einer Lookup-Table zu arbeiten. Nikon stellt zum Beispiel für jede Kamera, die N-Log unterstützt, ein spezielles LUT zur Verfügung. Das könnte man dann anwenden und dann würde das automatisch zurückgerechnet. Machen wir hier mal nicht, weil es mit DaVinci Resolve eine viel, viel einfachere Möglichkeit gibt, das zu machen. Und die zeige ich euch jetzt. Wir gehen einfach mal in die Projekteinstellungen und dort auf Color Management. Und hier gibt es Color Science und das steht normalerweise auf DaVinci YRGB. Und das stellen wir jetzt einfach mal um auf YRGB Color Managed. Und das aktiviert das Farbmanagement in DaVinci Resolve. Resolve erkennt dann anhand der Metadaten der Bilder, ob das im Log-Format oder linear aufgenommen wurde und transformiert es automatisch, sodass ihr euch darüber überhaupt nicht mehr kümmern müsst. Das ist mega gut. Bevor wir das jetzt anwenden, gehen wir noch mal kurz hier zwei Tabs weiter auf Camera Raw. Und da stelle ich mir jetzt als RAW-Profil Nikon Raw ein.
Dann gibt es als nächste Einstellung hier die Decode Quality, die steht auf Full Resolution. Das bedeutet, die RAW-Dateien werden jetzt für unsere Bearbeitung in voller Auflösung dekodiert. Alternativ könntet ihr auf halbe Auflösung, Viertelauflösung gehen, damit diese RAW-Konversion weniger Performance kostet. Bei der Ausgabe später in Video könnt ihr das dann trotzdem in der vollen Auflösung ausgeben. Das ist also nur während der Bearbeitung entsprechend geändert. Wir machen das mal nicht, weil ich will euch ja die Details auch zeigen in der vollen Auflösung. Und dann steht hier noch, wie soll das Ganze denn jetzt dekodiert werden, dieses RAW-Material. Und standardmäßig steht es, glaube ich, auf Nikon Default. Man kann es auf Kamera-Metadata stellen, dann würde sich der RAW-Konverter aus den Metadaten der Videoclips halt raussuchen, wie es sie entwickeln soll. Das macht Sinn. Oder ihr könnt es auf Projektebene einstellen und hier schon auf Projektebene bestimmte Grundeinstellungen für den RAW-Konverter setzen. Das entspricht ungefähr dem, was ihr in Lightroom machen könnt, wenn ihr beim Import schon gewisse Presets anwenden lässt. Wir stellen jetzt erstmal hier oben Decode using Camera Metadata ein und wir können dann aber auf Clip-Ebene den RAW-Konverter aktivieren und dann die einzelnen Clips entsprechend bearbeiten. Wenn ich Save mache, dann ploppt mir jetzt hier mein Bild um und jetzt kommt dieses Color Management, was wir eingangs eingestellt haben, zum Tragen und das Log-Material wurde automatisch wieder in eine lineare Kurve transformiert. Der Vergleich jetzt hier mit unserem linear aufgenommenes Material ist deutlich ähnlicher. Nach wie vor haben wir aber hier die ausgefressenen Highlights und auf unserem Log-Material eben nicht. Hier habt ihr in den Highlights deutlich mehr Informationen zur Verfügung. Und das spielt erstmal keine Rolle, ob das jetzt hier im RAW-Format aufgenommen wurde oder in ProRes oder in H265. Der Unterschied für das Erhalten dieser Highlights ist also tatsächlich die Log-Gamma-Kurve und nicht primär, dass wir die ersten beiden Clips hier im RAW-Format aufgenommen haben. Kümmern wir uns mal erst um die RAW-Dateien. Hier kann ich natürlich jetzt hergehen und eine gewisse Bearbeitung vornehmen über diese Tools. Dann würde ich mich aber hinter dem RAW-Konverter bewegen. Das wäre ungefähr so, als ob ihr in Lightroom eine neutrale RAW-Konvertierung macht und dann hinterher einen TIFF exportiert und dieses TIFF dann in Photoshop bearbeitet. So müsst ihr euch das vorstellen. Das wollen wir ja erstmal nicht machen, sondern wir wollen ja direkt im RAW-Konverter bestimmte Bearbeitungen vornehmen. Und dazu gehe ich hier auf den Tab Camera RAW. Und hier steht jetzt wieder dieses Project Settings, zum Beispiel bei der Dekodierungsqualität. Hier könnte ich das jetzt für diesen Clip ändern, auch wieder auf volle Auflösung, halbe Auflösung, Viertelauflösung. Hier haben wir das RAW. Jetzt nach den Projekt Settings ist hier eingestellt. Also so, wie wir sie jetzt eben in den Projekteinstellungen vorgegeben haben. Und da hatten wir ja gesagt, Kamera Metadata. Das wäre also das gleiche wie das. Oder ihr geht hier auf Clip und dann könnt ihr den einzelnen Clip, den wir jetzt hier haben, einzeln in diesem RAW-Konverter bearbeiten. Wichtigste Feature natürlich, wenn man im RAW-Format arbeitet, ist, dass man den Weißabgleich noch nativ anpassen kann mit absoluten Werten. Also ich kann jetzt hier das Ganze wärmer machen oder ich kann das Bild kälter machen und das ist halt tatsächlich dann auf RAW-Ebene passiert und eben nicht nur durch eine Einfärbung, wie das halt mit dem anderen Material passieren würde, was halt schon vorher von der Kamera entwickelt wurde. Das ist wieder der gleiche Unterschied, was ihr aus der Fotografie kennt, zwischen einer RAW-Datei und beispielsweise einer TIFF oder einer JPEG-Datei, wo man halt auch keinen echten Weißabgleich mehr drauf durchführen kann. Wir können jetzt hier natürlich die Belichtung anpassen und sehen da schon, wie viele Informationen sind in diesem Material eigentlich noch versteckt. Wir können dann über Highlights und Shadows so ähnlich arbeiten wie im Lightroom, aber ihr seht ja schon auf den ersten Blick, die Anzahl der Regler ist doch ziemlich eingeschränkt und ja, die Art und Weise, wie sie agieren, ist auch lange nicht auf dem Level, wie man das aus Lightroom kennt. Ich mache jetzt mal eine schnelle Bearbeitung, so wie ich sie auch bei einem Foto, was ich in Lightroom bearbeite, machen würde. Lassen wir es erstmal dabei.
Die gesamte Bearbeitung habe ich ja jetzt hier in diesem RAW-Converter gemacht und auch wenn der noch etwas rudimentär ist, seht ihr, das Ergebnis ist schon relativ gut. Und ihr dürft auch nicht vergessen, ihr habt ja natürlich auch noch alle weiteren mächtigen Grading-Tools im DaVinci Resolve Color Modul zur Verfügung, die dann natürlich noch zusätzlich verwendet werden können. Ich befinde mich hier in einer 8K-Timeline und ich zoome jetzt einfach mal rein, zum Beispiel hier oben auf meine Sonnenbrille. Und da müssen wir jetzt tatsächlich schon ziemlich weit reinzoomen, damit man überhaupt irgendwelche Artefakte oder irgendwelche Treppchen oder sonst irgendwas sieht. Und ich kopiere mir jetzt mal die komplette Bearbeitung von dem 8K-Clip auf den 4K-Clip. Und hier sieht man tatsächlich jetzt einen ganz schönen Unterschied, ne? 8K, sehr glatt alles, keine Treppchen. 4K, doch ziemliche Treppchenbildung. Allerdings haben wir natürlich auch krass reingezoomt. Aber man sieht schon, die vierfache Datenmenge, die wir hier produzieren, macht in der Qualität doch tatsächlich einiges aus. Vor allen Dingen, wenn man halt weit reinzoomt. Wenn man natürlich dann wieder rauszoomt, relativiert sich das Ganze, dann sieht man nicht mehr den großen Unterschied. Und es hängt natürlich auch davon ab, wie groß ihr euer Video dann hinterher ausgeben wollt. Stellt sich die Frage, wie performant können wir das Ganze denn jetzt hier überhaupt noch abspielen im DaVinci Resolve? Fangen wir mal mit der 4K-Variante an. Gehen wir auf Play. Oh, das sieht doch ganz vernünftig aus. Dann sind wir noch bei 30 Frames pro Sekunde, also geben wir das in Echtzeit aus. Jetzt mache ich mal die 8K-Variante. Und auch die spielt mein Rechner hier mit 30 Frames ab. Das heißt, die reine RAW-Dekodierung ist sehr performant und ich kann die sogar hier in einer 8K-Timeline in 8K abspielen, ohne dass ich eine Verlangsamung habe. Und das schafft auch dieser Rechner, obwohl der ja schon ein paar Jahre alt ist und mittlerweile natürlich viel performantere Grafikkarten und Prozessoren am Markt sind. Wenn wir jetzt noch ein bisschen stärker reinzoomen in das Material, dann stellen wir schon fest, dass hier ein gewisses Rauschen zu sehen ist. Das liegt vor allen Dingen daran, dass unser RAW-Converter in DaVinci Resolve überhaupt gar keine Rauschreduzierung vornimmt, während zum Beispiel in Lightroom ja automatisch immer eine Rauschreduzierung bei der RAW-Konvertierung gemacht wird. Hier würde ich mir wünschen, dass ein Rauschreduktionsfilter auch in den RAW-Konverter von DaVinci Resolve eingebaut würde, weil dann könnte man nämlich schon auf dieser frühen Ebene etwas gegen das Rauschen des Sensors machen. Und so, wie es jetzt heute ist, muss ich das nachgelagert, also nach der RAW-Konvertierung machen. Und ihr werdet gleich sehen, das hat den Nachteil, dass die Performance dadurch schon etwas leidet. Also ich gehe hier mal auf die Motion Effects, da kann man jetzt eine Rauschreduzierung einstellen. Ziehe hier mal die Regler ein bisschen hoch, damit man überhaupt was sieht. Ich übertreibe es vielleicht sogar mal ein klein bisschen, damit ihr den Unterschied seht. So, jetzt ist das Rauschen weg. Was ich euch aber vor allen Dingen zeigen will, müsst ihr natürlich bei sowas auch immer aufpassen, dass dann der Rest nicht zu glatt gezeichnet wird. Gebt mir da jetzt nicht so wahnsinnig viel Mühe mit. Ich will euch einfach mal die Performance zeigen. Wenn ich das jetzt versuche abzuspielen, 8K-Material, dann bin ich nur noch bei 3 Frames pro Sekunde. Gehen wir mal auf das 4K-Material. Ja, da komme ich dann irgendwo auf 7, 8. Es ist nicht besonders performant. Jetzt gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, die ihr halt auch im Resolve nutzen könnt, um das Ganze zu beschleunigen. Ihr könnt zum einen mit einer kleineren Timeline arbeiten, also wenn ihr auf Project Settings geht, dann könnt ihr ja jederzeit hier die Timeline ändern. Das ist halt wunderbar in Resolve, es geht halt mit anderen Videoeditoren nicht so einfach. Dann gehe ich jetzt hier einfach mal auf 4K, jetzt baue ich mir meine Timeline, wird jetzt auf 4K umgesetzt, das Material automatisch runterskaliert. Genau, jetzt kann ich die 8K-Variante hier auch mit 10 Frames abspielen, weil das Ganze halt runterskaliert wurde auf 4K. Die andere Möglichkeit ist, dass ihr im Resolve hier bei Playback Timeline Proxy Resolution auch sagen könnt, hey, das, was wir uns jetzt hier anschauen, das soll halt immer in einer Viertel der Auflösung stattfinden. So, dann, wenn ihr dann reinzoomt, dann bleibt von den Details nichts mehr übrig. Es liegt aber jetzt halt nur an dieser Einstellung. Dafür könnt ihr aber halt dann das Ganze so gut wie in Echtzeit abspielen. Na, ihr seht, das ist jetzt halt krass runtergerechnet, aber um jetzt die Farben zu sehen und einfach nur das Video schnell zu schneiden,
könnt ihr das machen. Für die reine Farbkorrektur, wenn ihr die vornehmt hier im Color-Modul, müsst ihr das Video ja nicht abspielen unbedingt, um jetzt hier halt die entsprechenden Bearbeitungen zu machen. Das aber nur als kleiner Exkurs. Wurde auch wieder mit einer Log-Gamma-Kurve aufgenommen in 10-Bit. Und das ist eine 4K-Version, weil die Nikon Z9 dieses ProRes 422 nicht in höheren Auflösungen schreibt als 4K. Hier hatten wir ja vorhin schon gesehen, die Lichter sind sehr gut erhalten. Jetzt ist die Frage, wie viel können wir da aus den Tiefen, also aus den Schattenbereichen noch rausholen? Jetzt steht uns natürlich der RAW-Converter nicht zur Verfügung, eben weil das halt kein RAW-Material ist. Also müssen wir jetzt hier mit den regulären Werkzeugen arbeiten. Ja, so schön wie das eben im RAW-Converter ging, geht das hier leider nicht. Wir können jetzt versuchen, da noch eine Kontrastkurve draufzulegen. Also man muss sich jetzt hier schon ein bisschen mehr Mühe geben. Und man arbeitet halt immer schon auf bereits vorentwickeltem Material. Das heißt, man hat nicht ganz so viele Möglichkeiten wie bei der Bearbeitung des RAW-Materials. Dazu kommt, dass die Dateigröße des ProRes 422, was aus der Nikon Z9 kommt, in 10-Bit, größer ist als die NRAW-Datei. An der Stelle macht es für mich überhaupt gar keinen Sinn, mit ProRes 422 zu arbeiten, weil ich tatsächlich nur Nachteile darin sehe und keine Vorteile. Anders sieht das jetzt im Vergleich zu dem H265-Material aus. Hier sind ja die Dateigrößen wirklich deutlich kleiner und daher liegt es ja erstmal nahe, mit diesem Format zu arbeiten. Und die meisten tun das ja de facto, wenn sie die Kamera erstmal ohne Zusatzeinstellungen benutzen. Und jetzt werde ich mal die Einstellungen von dem ProRes-Material auf das H265-Material kopieren. Was das Grading angeht, das sieht sehr, sehr ähnlich aus. Also wir haben in den Highlights die gleichen Details, weil ich auch das H265 hier in 10-Bit mit der Log-Kurve aufgenommen habe. Aber gehen wir mal in die Details rein. 8K aus dem RAW-Datei entwickelt und 8K H265. Also hier seht ihr schon krasse Artefakte. In diesen Bereichen, wo viel Information ist, ist der Unterschied gar nicht so groß, also wir haben keine Treppchenbildung, das liegt an dem 8K, aber wir haben halt krasse Verluste in der Information. Das heißt also, als da, wo wir glatte Bereiche haben, das wird einfach mal weggebügelt und glatt gezeichnet, wo man halt hier zum Beispiel, schauen wir uns mal den Bart nochmal an mit den ganzen Details und gehen hier jetzt auf die H265-Variante und da ist von den Details nicht mehr viel übrig. Sieht man natürlich auch wieder krass beim Reinzoomen. Können wir uns auch nochmal hier unten im Bereich des T-Shirts anschauen. Das säuft natürlich dann hier auch ab oder hier an der Seite. Gehen wir da mal auf die RAW-Datei. Da gibt es halt hier Rauschen und Details und alles. Und bei H265 ist halt eigentlich nur ja, eine schwarze Fläche zu sehen. Das sind ja diese ja, psycho-optischen Modelle, die zur Kompression verwendet werden. Das heißt, es wird alles das weggenommen, was das Auge im Grunde genommen nicht so richtig wahrnimmt. Wenn man es halt in der normalen Größe sieht oder später das Endprodukt auf dem Fernseher sieht, dann sieht das sehr gut aus. Man stellt das nicht unbedingt fest. Aber wenn man das jetzt hier noch stark aufhellen will, dann ist da halt nichts. Wir hatten ja schon festgestellt, dass die Highlights hier krass ausgefressen sind. Das sieht man ja auch hier unten in der Wellenform, dass sie hier oben anstoßen und sich da auch nicht wirklich lösen lassen, wenn man das runterzieht. Also dass die halt einfach nur rau werden. Bei der Log-Variante sind die Highlights deutlich besser erhalten. Ich setze aber jetzt hier auch mal die Kurve zurück. Und hier möchte ich mir vor allen Dingen mal den Unterschied bei den dunklen Partien anschauen. Ich ziehe dazu das mal sehr krass hier hoch, damit wir mal diesen Bereich dieses schwarzen T-Shirts hier ein bisschen besser sehen. Kopiere mir jetzt die Einstellung mal auf die Aufnahme mit der linearen Kurve. Ja, hier können wir ein bisschen jetzt zurückgehen. Und man sieht, dass bei der linearen Aufnahme in den dunklen Partien mehr Informationen versteckt sind als bei der Log-Aufnahme und bei der Log-Aufnahme halt in den hellen Partien mehr Informationen versteckt sind. Und das sieht man auch bei dieser Aufnahme, die ist noch gänzlich unbearbeitet. Bei der Log-Aufnahme ist dieser Sonnenstern in der Mitte deutlich kleiner, sprich nicht so stark ausgefressen wie bei der
SDR-Aufnahme mit der linearen Kurve, da ist der Sonnenstern deutlich größer ausgefressen als hier, sprich das Logprofil erhält die Highlights halt besser. Dafür wird bei dem linearen Profil die Schattenbereiche besser erhalten. Gönnen wir uns doch jetzt nochmal den Spaß und vergleichen das Video RAW mit einer Foto RAW Datei aus der Z9. Ich habe jetzt hier ein Foto im Lightroom, das habe ich mit den gleichen Kameraeinstellungen aufgenommen wie das Video RAW. Ihr seht erstmal, die Vorschauen sehen ähnlich aus, sehr, sehr dunkel. Das würde man natürlich auch so wieder nicht aufnehmen, da würde man natürlich mit Aufhellern arbeiten. Krasses Beispiel, aber um hier die Grenzen auszuloten, ist es genau richtig. Im Lightroom geht die Bearbeitung wirklich super schnell. Ich gehe erstmal mit der Belichtung ein bisschen hoch, dann ziehe ich die Lichter zurück. Hier würde ich jetzt krass die Schatten aufhellen. Bisschen mit Weiß, ein bisschen mit Schwarz gegensteuern. Vielleicht das Ganze noch ein bisschen heller machen. So, jetzt haben wir natürlich aufgrund dieser Grenzbereiche hier relativ viel Rauschen. Das können wir aber recht einfach hier über die Rauschreduzierung wegnehmen. Wichtig ist da auch vor allen Dingen, dass ihr immer mit Maskieren beim Schärfen arbeitet, damit das Rauschen nicht halt durch den Schärfungsalgorithmus verstärkt wird. Ein klein bisschen Farbrauschen wegnehmen, entsprechend vielleicht die dunklen Partien noch ein klein bisschen über einen Schwarzregler runterziehen, dann sieht man von dem Rauschen auch nichts mehr. Auf die Schnelle haben wir da eigentlich schon eine ganze Menge Informationen rausgeholt. Wenn wir das jetzt nochmal zurücksetzen, wie es vorher war, wo eigentlich alles nur schwarz ist, und jetzt hier, was man an Informationen sieht. Und das Ganze hat, glaube ich, jetzt noch nicht mal eine Minute gedauert. So, hier haben wir den Resolve RAW Converter. Wir machen jetzt genau das Gleiche. So, jetzt versuche ich noch ein bisschen Rauschreduzierung drauf zu packen. Der Unterschied ist schon deutlich, aber alles andere hätte auch verwundert. Zum einen kommt der Unterschied natürlich durch die stärkere Kompression der RAW-Videodateien zustande, aber zum anderen sicherlich auch ein Stück weit dadurch, dass der RAW-Converter im DaVinci Resolve im Vergleich zu Lightroom wirklich noch in den Kinderschuhen steckt. Zu guter Letzt möchte ich noch eine Sache ansprechen, die mir aufgefallen ist. Bei den Recherchen und bei der Arbeit, die ich jetzt hier in den letzten Tagen und Wochen gemacht habe, auch in Vorbereitung auf dieses Video. Und zwar, ich stelle in der Z9 die Aufnahme auf NRAW. Und dann kann ich auswählen, welche Gamma-Kurve angewandt werden soll. Also diese N-Log-Kurve oder SDR, also die lineare Kurve. Haben wir jetzt ja ausführlich drüber gesprochen. Die Kamera gibt mir bei N-Log die Möglichkeit, nur mit einer minimalen ISO von 800 zu arbeiten. Das erstaunt mich nicht unbedingt in dem Zusammenhang mit N-Log, weil das eigentlich gängig ist, dass die Kameras gewisse Restriktionen haben, wenn man im Log-Format filmt, was die ISO angeht. Was ich allerdings nicht verstehe, ist, warum ich schon im RAW-Format mich auf eine Gamma-Kurve festlegen muss. Denn das RAW-Format sollte doch eigentlich erstmal ein RAW-Video mit den unbearbeiteten Sensordaten erzeugen und nicht etwa schon irgendwelche Kurven darauf anwenden. Bei der Z9 ist es aber so, bei SDR kann ich jegliche ISO benutzen, bei dem N-Log kann ich erst mit ISO 800 anfangen. Und das Ganze zieht sich jetzt auch weiter bis ins Resolve. Schauen wir uns mal diese zwei Aufnahmen an. Hier habe ich einmal N-Raw mit dem Log-Profil eingestellt und hier habe ich N-Raw mit dem linearen, also SDR-Profil eingestellt. Und genauso wie eben bei H265 oder auch bei ProRes, seht ihr hier, sind trotzdem ich im RAW-Format aufgenommen, die Lichter ausgefressen. Und das ist für mich ein Rätsel, denn normalerweise müssten ja die Kamera eben halt dieses RAW-Format aufnehmen und dann würde die Kurve erst nach der RAW-Konvertierung eigentlich angewandt werden. So sollte es der reinen Lehre nach zumindest sein. Aber die Unstimmigkeiten gehen auch im DaVinci Resolve weiter. Wir hatten ja vorhin in den Projekteinstellungen gesagt, dass der RAW-Konverter standardmäßig die Kamerametadaten auslesen soll und entsprechend die Einstellung dann danach vornehmen soll. Macht er jetzt in diesem Fall hier aber nicht,
denn wir haben hier unten bei Colorspace, das ist zwar ausgegraut, steht jetzt REC 2020 und Nikon N-Log, obwohl das halt hier nicht in Nikon N-Log aufgenommen wurde. Wenn ich das jetzt hier umstelle auf Kamera-Metadata, dann wendet er das an und dann sagt er, er kennt aus den Metadaten REC 709. In diesem Fall, bei dieser Einstellung, ist es mir völlig klar, dass das hier abgerissen ist, weil dann nimmt er die Metadaten aus der Datei und sagt, okay, das soll jetzt hier linear interpretiert werden. Die Highlights sind entsprechend ausgefressen, was man jetzt hier eigentlich auch schön sieht. Die sind hier richtig abgerissen. Wenn ich jetzt allerdings hier das umstelle und er mit REC 2020 und N-Log arbeitet, dann müssten, wenn in der RAW-Datei die Informationen vorhanden sind, die Highlights hier wieder da sein. Dass sie das nicht sind, legt bei mir im Moment den Schluss nahe, dass bei der Nikon Z9 RAW-Erstellung bereits vorher gewisse Bearbeitungen gemacht werden, unter anderem die Gamma-Kurve angewandt wird. Das merkt man auch daran, dass man halt diese ISO-Einschränkungen in der Kamera hat, was dann aber aus meiner Sicht kein echtes RAW-Format mehr ist. Ich habe diese Frage schon vor ein paar Tagen an Nikon gestellt und ich bin wirklich mal gespannt, was da zurückkommt, weil ich würde es einfach gerne wissen. Im Moment muss man tatsächlich auch bei der RAW-Aufnahmen mit der Z9 sich darüber Gedanken machen, schon bei der Aufnahme möchte man hinterher Log-Material bearbeiten oder möchte man lineares Material mit den Vor- und Nachteilen. Einer erhält besser die Lichter, das andere besser die Schatten. Ihr müsst dann entsprechend eure Belichtungen so vornehmen, dass sie für die entsprechende Einstellung passen. Bei dem Log-Material lieber ein bisschen heller belichten, also immer exposed to the right. Das ist da ganz wichtig. Wenn ihr das nicht gewohnt seid, dann nehmt lieber die lineare Option. Da müsst ihr allerdings dann aufpassen, dass ihr die Lichter nicht ausfressen lasst, so wie in diesem Beispiel, also eher ein bisschen dunkler belichten. So wie das jetzt ist, fehlt natürlich ein großes Stück weit Flexibilität, was man im Grunde genommen bei der Arbeit mit RAW-Dateien erwarten würde, nämlich dass die nicht vorher schon eine Gamma-Kurve angewandt bekommen haben. Ich werde euch darüber auf dem Laufenden halten, was ich hier von Nikon höre. Am besten, ihr abonniert den Kanal, dann kriegt ihr natürlich eine entsprechende Nachricht, wenn ich ein neues Video gemacht habe. Kurze Zusammenfassung bis hierher. 8K macht dann Sinn, wenn ihr stark in eure Aufnahmen reincroppen wollt. Ihr kriegt natürlich deutlich mehr Details, habt aber auch deutlich größere Dateien, die ihr bewältigen müsst und braucht auch einen schnelleren Rechner, um die zu schneiden. Resolve bietet hier viele Möglichkeiten, auch mit niedriger aufgelöstem Material den ganzen Schnittprozess und das Grading zu machen und später trotzdem in 8K auszugeben. Also kann es sich unter Umständen lohnen, diesen Weg zu gehen. Mit den RAW-Dateien, trotz dieser kleinen Einschränkung, die ich euch eben genannt habe, seid ihr bei der Z9 sehr, sehr gut bedient. Ihr bekommt wirklich die beste Qualität und die besten Möglichkeiten für eine weitere Bearbeitung mit dem RAW-Converter in DaVinci Resolve. Der RAW-Converter ist heute noch ein bisschen eingeschränkt. Hier kann man nur hoffen, dass Blackmagic hier noch nachlegt und mehr Möglichkeiten in diesen RAW-Converter einbaut, weil alles das, was wir in der RAW-Konversion machen, natürlich in höherer Qualität erfolgt als das, was man später in den nachgelagerten Stufen noch bearbeiten kann. Wenn ihr nicht so viel Speicherplatz aufwenden wollt für eure Videos, dann nutzt halt H265. Da sind die Details natürlich deutlich matschiger, es gibt mehr Artefakte, aber wenn ihr nicht so wahnsinnig viel nachbearbeiten müsst hinterher, dann ist das sicherlich auch okay. Achtet aber darauf, dass ihr euch aktiv entscheidet, entweder für das Log-Gamma-Profil oder für das SDR-Profil und belichtet vor allen Dingen entsprechend des Profils, was ihr schon in der Kamera eingestellt habt. 10-Bit sollte auf jeden Fall gesetzt sein. ProRes 422 könnt ihr im Grunde genommen bei der Z9 abhaken. Das produziert einfach nur große Dateien und bringt nicht wirklich einen Vorteil oder eher Nachteile gegenüber den RAW-Formaten. Ja, um sich jetzt für das eine oder andere Videoformat zu entscheiden, muss man sich natürlich auch die Dateigrößen, die dabei entstehen, berücksichtigen.
Wir haben uns das mal angeschaut und haben jeweils einen 5-sekündigen Clip aufgenommen mit den einzelnen Einstellungen und ihr seht, das sind schon erhebliche Unterschiede. Wenn ihr beispielsweise in 8K mit 30 Frames pro Sekunde arbeitet auf der Z9 in NRAW mit der höchsten Qualität, dann produziert ihr für diesen 5-sekündigen Clip schon 2,5 Gigabyte Material. Das ist eine ganze Menge. Vor allen Dingen, weil ihr ja in der Regel nicht nur einen Clip mit 5 Sekunden filmt, sondern halt zum einen länger filmt und dann natürlich auch deutlich mehr Clips macht. Also hier braucht ihr schon große, große Speicherkarten. Diese Dateigrößen könnt ihr ein bisschen reduzieren, wenn ihr zum Beispiel nicht im High-Quality-Modus arbeitet, sondern mit normaler Qualität. Die Unterschiede sind jetzt nach dem, was ich gesehen habe, nicht so groß. Dafür halbiert ihr halt den Speicherbedarf, wenn ihr mit normaler Qualität arbeitet. Wenn ihr von 8K auf 4K runtergeht, dann habt ihr ja nur noch ein Viertel der Bildinformationen, die ihr aufnehmt. Und dann viertelt sich auch der Speicherbedarf. Und das dürft ihr nicht vergessen, zwischen 4K und 8K bei gleicher Qualitätseinstellung vervierfacht sich der Speicherbedarf. Ob es das dann jeweils wert ist für das Endergebnis, dass ihr tatsächlich 8K-Material habt versus 4K-Material, das müsst ihr natürlich selber entscheiden. Wenn wir uns jetzt im Vergleich das entwickelte ProRes anschauen, dann ist das ja hier sogar größer als die Aufnahme im NRAW in der hohen Qualität. Und es ist mehr als doppelt so groß als die Aufnahme in NRAW in der normalen Qualität. Sprich also ProRes 422 10-Bit würde ich an der Z9 jetzt nicht benutzen, einfach weil das NRAW mir deutlich mehr Möglichkeiten durch den Zugriff auf den RAW-Konverter bietet, als das ProRes, was ja schon entwickelt wurde. Und last but not least H265, ein sehr stark komprimiertes Format. Ihr habt das in den Beispielen gesehen. Hier müsst ihr euch einfach die Frage stellen, wie stark wollt ihr hinterher noch nachbearbeiten? Kommen wir zum Fazit. Die Möglichkeit jetzt intern auf die Speicherkarte RAW Video aufzunehmen ist mega gut. Man muss sie ja nicht in allen Situationen nutzen. Natürlich produzieren diese RAW-Dateien große Mengen an Daten. Auf der anderen Seite habt ihr aber auch die Möglichkeit, die Qualität etwas runterzustellen und ihr habt natürlich den riesigen Vorteil, dass ihr auf den RAW-Konverter zugreifen könnt und in dem RAW-Konverter die entsprechende Vorbearbeitung zu machen, was euch deutlich mehr Luft für die weiteren Bearbeitungen gibt. ProRes 422 ist eigentlich obsolet in der Z9. Es hat so gut wie nur Nachteile gegenüber dem NRAW. Das Einzige, wo ich sagen würde, dass es vielleicht seine Berechtigung hat, ist, wenn jemand einen Video-Editor benutzt, der halt eben NRAW nicht kann. Das sind, glaube ich, im Moment alle außer DaVinci Resolve. Aber vielleicht ändert sich das in der Zukunft. Dann müsste man halt entsprechend mit ProRes 422 arbeiten. H265 ist sicherlich eine gute Alternative, wenn man exakt belichtet und wenn man nicht so viel Wert auf eine krasse Nachbearbeitung legt, dann produziert es auch sehr gute Ergebnisse. Und ihr könnt ja sogar bis in 8K filmen mit einem deutlich geringeren Speicherbedarf. Dann müssen wir nochmal drüber sprechen, solltet ihr jetzt grundsätzlich bei Video mit dieser N-Log-Gamma-Kurve arbeiten oder solltet ihr doch in der klassischen linearen Gamma-Kurve bleiben, also SDR bei Nikon. Grundsätzlich ist das Handling mit der Log-Gamma-Kurve sehr einfach geworden. Wenn man in Resolve halt dieses Color Managed einstellt, dann kümmert sich Resolve um die Transformation der Gamma-Kurven überhaupt gar kein Problem, habt ihr keinen Stress mit. Wenn ihr mit Log-Kurven arbeitet, dann sind die Highlights ziemlich gut geschützt. Das heißt, ihr könnt ziemlich hell belichten. Aber in den tiefen Bereichen habt ihr nicht so viel Informationen. Das widerspricht sich jetzt vielleicht so ein bisschen mit dem, was der klassische Fotograf gewöhnt ist, der eher vorsichtig in den Highlights belichtet, weil er weiß, dass er aus den Tiefen ziemlich viel Informationen hinterher rausholen kann. Wenn ihr auch so arbeitet, dann bleibt vielleicht lieber bei der SDR-Einstellung. Das ist eher das Gewohnte. Hier müsst ihr halt einfach nur darauf achten, dass ihr wirklich in den Highlights nicht überbelichtet, weil die sonst unschön ausfressen. Dafür habt ihr aber mehr Informationen in den Schattenbereichen zur Verfügung. Wo ich im Moment noch ganz viel Luft nach oben sehe, ist wirklich bei der Qualität
der Video-RAW-Konverter. Insbesondere wenn man es mal vergleicht mit der Bearbeitung einer Foto-RAW-Datei in Lightroom, was man da für Möglichkeiten hat und mit wie einfachen Schritten man welche Qualität da rauskriegt, da ist doch erhebliches Nachholpotenzial auch bei den RAW-Konvertern. Natürlich bieten diese doch stärker komprimierten Video-RAW-Dateien nicht die Tiefe, die Foto-RAW-Dateien bieten. Sie sind ja auch einfach deutlich kleiner. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, könnte man mit den Werkzeugen des RAW-Konverters da noch deutlich mehr rausholen. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass je mehr sich RAW-Video in der Zukunft durchsetzt, umso bessere RAW-Konverter werden wir hier sehen. Ich würde mir halt wünschen, dass sich ein Großteil der Videobearbeitung im Grunde genommen in die vorgelagerte Stufe der RAW-Bearbeitung verlagert. Hier werden wir sicherlich in Zukunft noch einiges sehen. Ich freue mich drauf. Auch wenn dieses Video jetzt ein bisschen nerdy war und ziemlich in die Details gegangen ist, hoffe ich, dass es euch weitergebracht hat, dass ihr vielleicht das Ganze mal ein bisschen sortiert habt, auch für euch, und eine Idee habt, welches Videoformat da für welchen Anwendungszweck vielleicht das geeignete ist. Ich habe während der Recherchen für dieses Video wahnsinnig viel gelernt, kann euch nur ermutigen, solche Praxistests selber zu machen, euch das anhand eurer eigenen Aufnahmen, solche Vergleiche anzustellen, selber für euch eure Werkzeuge, eure Kameras besser kennenzulernen, die Möglichkeiten, die sie anbieten, denn nur so kann man sie dann optimal nutzen. Aber unabhängig davon bin ich sicher, ihr habt auch durch meine Ausführungen heute ein bisschen was gelernt und ich hoffe, ihr wisst jetzt ein bisschen besser, wann in welchem Fall ihr welche Videoformate für eure Arbeit einsetzt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht habt, ihr kennt das. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video auf gewegner.de. Bis dann, tschüss.